Wir sind hier im Einsatz zwischen Lauterbach und Willows. Wir sind gerufen worden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. An der Einsatzstelle haben wir auch diese Lage so vorgefunden. Wir haben dann sofort mit Rettungsgerät begonnen, die Person, die im Beinbereich sehr stark eingeklemmt war, zu befreien. Die Rettungsaktion verlief sehr zügig und sehr schnell. Wir konnten nach ca. 5 Minuten die Person an den Rettungsdienst übergeben. PKW Baum ist immer ein schlechter Partner. In dem Falle war es auch so, das war der erste Baum hinter einer langgezogenen Leitplankenserie, den das Fahrzeug massiv oder im Frontbereich gestreift hatte. Wir haben also richtig Arbeit in dem Bereich gehabt, aber es ging trotzdem sehr zügig. Die Lage ist immer individuell. In dem Falle war wirklich der Beinbereich des Patienten betroffen. Und in dem Falle haben wir das mit dem entsprechenden Gerät relativ zügig lösen können. Ja, die Wärmebildkamera wird eingesetzt, um wir hatten trotz der Annahme und auch der ersten Aussagen, die wir hier bekommen haben, dass nur ein Fahrer im Fahrzeug war, trotzdem nochmal die Umgegend abgesucht, um wirklich sicher zu gehen, dass keine zweite Person gegebenenfalls in der näheren Umgebung noch vorzufinden ist. Das kann man also nach den Absuchmaßnahmen auch jetzt ausschließen. Die Witterung, wir haben im Fahrzeug vorhin die Anzeige gehabt, dass wir zwischen 4 und 5 Grad plus im Moment haben. Die Fahrbahn ist leicht feucht, aber wir befinden uns hier in einer langgezogenen Kurve. Hier ist auch eine Geschwindigkeitsbeschränkung in dem Bereich und dennoch ist es halt zu diesem Unfall gekommen. Wir haben Ölbindemittel ausgestreut, weil das Fahrzeug doch sehr stark leckt. Wir haben die Straßenmeisterei mittlerweile jetzt verständigt, die hier anrücken muss, um die Fahrbahn noch auch unterstützend zu reinigen und später auch entsprechend für den Verkehr auszuschildern.